Nina Chuba, wir wollen herausfinden, wie viele Fragen du in 5 Minuten beantworten kannst. Ready? Ready. 3, 2, 1, los. Gebratene Zucchini zum Frühstück. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Es ist nicht mehr mein Go-To-Frühstücksding, aber früher habe ich das gern gegessen und ich würde nicht Nein sagen. Ja, lecker. Und saure Gurken? Mag ich auch. Ich esse sie natürlich nicht jeden Tag. Aber wenn sie mal da sind, dann schmecken sie mir sehr, sehr gut. Wieso die Schweiz? Weil die Schweiz einfach das beste Land ist, wie ich finde. Ich finde, in der Schweiz ist ein ganz anderes Lebensgefühl und man merkt, dass die Leute glücklich und zufrieden sind. Welchen Anruf schiebst du schon viel zu lange auf? Oh, ein paar. Ich habe sehr viele unbeantwortete Nachrichten und Anrufe. Ich wüsste jetzt aber keinen konkreten. Aber es tut mir leid für alle Leute, die ich zu selten anrufe. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Das Peinlichste, was mir je passiert ist, das kann ich noch gar nicht verraten. Das wird irgendwann, es wurde tatsächlich aufgezeichnet, aber ich darf es noch nicht verraten. Es wird irgendwann dieses Jahr rauskommen, dann werdet ihr sehen, was das Peinlichste ist, was mir je passiert ist. Komm schon, ein kleines bisschen kannst du uns verraten. Nein, ich darf nicht. Was ist das Illegalste, was du je gemacht hast? Ich bin mal in ein Freibad eingebrochen, ja. Und dann hat die Polizei mich da wieder rausgefischt. Es war eine traurige Geschichte. Was denkst du über Bauchnabel? Ich liebe Bauchnabel, ich habe ein Bauchnabel-Piercing. Meinen mochte ich nicht so gern, deswegen habe ich mir einen stechen lassen. Ja. Was hast du von den Pfefferkörnern gelernt? Ich bin eine gute Spürnase, würde ich sagen. Ja, ich kann sehr gut recherchieren. Und was noch? Disziplin. Generell so, dass diese Arbeit, wenn man klein ist, so lernt man sehr schnell eine Arbeitsmoral zu haben. Und ich bin ein kleines Arbeitstier. Das habe ich da gelernt, ja. Was ist dein Go-To-Karaoke-Song? Boah, ich singe sehr selten Karaoke. Ich glaube, ich würde irgendwas von Bruno Mars vielleicht nehmen. Sowas wie Treasure oder so. Was ist der beste Song überhaupt? Boah, der beste Song überhaupt, den gibt's für mich nicht. Ich kann sowas nicht. Ich brauche da immer meine Playlist dafür. Vielleicht ist der beste Song überhaupt Tears Dry on Their Own von Amy Winehouse. Den kann man immer hören. Nina, was machst du mit deinen Popeln? Mit meinen Popeln? Ja. Ich schneuze sie aus. Hallo? Wie lautet der lustigste, blödste Spitzname, den du je hattest? Ich habe gar nicht so viel. Also, ich heiße einmal auf Tour, werde ich Mutter genannt. Ja. Wieso das? Ja, ich weiß auch nicht. Es hat sich so eingebürgert. Ich habe einmal für 2 von meinen Freunden gekocht. Und dann haben sie gesagt, als ich denen den Teller gegeben habe, haben sie gesagt, danke Mutter. Und seitdem sagen das viele Leute auf Tour. Und sonst werde ich China Nubert genannt oder Niner. Was kannst du gut kochen? Ich kann gut kochen, ja. Was ist dein Go-To-Gericht? Ich kann sehr gut Zitronenpasta kochen und ich kann auch sehr gut backen. Ich kann sehr gut einen Pflaumenstreuselkuchen backen. Mm. Ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Eigentlich nicht, aber natürlich hat man immer seine Unsicherheiten und ich glaube, jeder ist manchmal zu sehr im Außen. Aber es war mir früher auf jeden Fall wichtiger. Ich bin gerade dabei, das ordentlich abzulegen. Was möchtest du unbedingt mal noch erleben? Ich möchte unbedingt noch mal verreisen. Nach Südamerika würde ich gerne mal. Und ich freue mich so sehr auf meine Arena-Tournee sehr. Das möchte ich nämlich noch erleben. Ich möchte gerne mal in der Arena spielen. Nina, wovor ekelst du dich? Boah, ich finde wirklich wenig Sachen eklig. Ich würde mich selbst sogar fast als ekligen Menschen einordnen. Aber ich hasse so Maden und so. Bah, da ekel ich mich sehr vor. Mag ich nicht. Welches ist dein Go-To-Shot? Alkohol? Dein Go-To-Shot? Drink. Ich trinke tatsächlich gar nicht so viel Alkohol, auch wenn ich einen Song darüber habe. Aber ich kriege so schnelle Kater, deswegen würde ich einfach mal sagen, ein Ingwer-Shot. Wann hast du das letzte Mal gekotzt? Das letzte Mal gekotzt, nicht lange her. Lass mich überlegen. Vielleicht 1,5 Monate oder so? Weshalb? Weißt du es noch? Alkohol. Ich habe halt so schlimme Kater. Ich kann halt keinen Alkohol trinken. Wenn ich es tue, muss ich kotzen. Was hast du für versteckte Talente? Ich kann gut ein Schwein nachmachen. Ich zeige es euch jetzt.
Das hört man nur im Mikrofon. Also ihr hier draußen könnt das Spektakel jetzt nicht hören, aber... Und was ist dein Spirit Animal? Mein Spirit Animal ist Kadalot. Kadalot ist Mutter, ist Gott. Ich liebe Kadalot. Was ist Kadalot? Wer ist Kadalot? Kadalot? Die Reality Queen? Mann, man muss sie auschecken. Ich liebe Kadalot. Sie ist mein Spirit Animal. Also gut. Hey, wir sind leider durch. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt. Bei wie vielen Fragen sind wir? Willst du nicht wissen. Okay. Zu wenig. Nein, aber es waren so geile Antworten. 22. Okay. Geht doch. Was sagst du zu deinem Resultat? Perfekt. Ja, hat Spaß gemacht.